Üppig bemalte Kaufmannshäuser mit geschweiften Giebeln schmücken die Hauptstraße von Appenzell. Fast könnte man glauben, es sei eine Stadt. Und doch ist Appenzell klein wie ein Dorf. Touristen aus aller Welt erliegen dem Charme der blitzsauberen Puppenstube und ahnen nichts vom knorrigen Charakter ihrer Bewohner. Die EU-Fahne hat rein gar nichts zu sagen. Hier im Halbkanton Innerrhoden regiert das Volk ohne jede Umwege. Dafür wird jedes Jahr in der April der ganze Platz gesperrt. Und dann beginnt ein einzigartiges Schauspiel. Direkte Demokratie live. Würdevoll treten die Mitglieder der Regierung von Innerrhoden auf den Landsgemeindeplatz. Und mit ihnen die stimmberechtigten Eidgenossen. Und dann wird offen abgestimmt über jedes einzelne Gesetz, das ein Parlament vorbereitet hat. Handzeichen genügt. Die Mehrheit wird grob geschätzt und nur im Zweifelsfall genau ausgezählt. Solche Traditionen sind eherne Vermächtnisse in Appenzell. Genauso wie die Volkskunst. Mit ein bisschen Glück kann man sogar einen ganz speziellen Gesang erleben, der völlig ohne Worte auskommt. Im Gasthaus Löwen zum Beispiel. Rugusserli heißt ein Naturjuchzer voller Schwermut. Typisch für Appenzeller, sagt man. Die Selbstmordrate hier ist die höchste in der Schweiz. Früher jodelten die Bauern in der Beiz ganz spontan. Heute sollte man sich besser verabreden, mit dem Engelchörli zum Beispiel. Einer gibt den Ton an, zwei, drei andere begleiten ihn. Einfach malerisch, die Zunftzeichen und Gasthausschilder anstelle schnöder Leuchtreklamen. Solide Werte werden hier noch hochgehalten. Der Bär am spätgotischen Rathaus, Wappentier des Halbkantons Innerrhoden, ist männlich, was man aus der Ferne allerdings nur schwer überprüfen kann. Appenzell bietet schon auf den ersten Blick, wonach sich so viele Besucher sehnen, Heimeligkeit. Der zweite Blick entdeckt zwischen touristischem Plunder und Krimskrams durchaus die Gabe zur Selbstironie. Small but beautiful. Und mit dem Selbstbewusstsein potenter Zwerge nimmt man gern auch mal seine bäuerlichen Wurzeln auf die Schippe. In geduldiger Handarbeit entsteht hier gerade die Chörli-Broscht für die Hosenträger. Die Bauern haben meist sehr genaue Vorstellungen, wie sie aussehen soll. Und der Sattler und Goldschmied Roger Dörich gibt sein Bestes. Genau wie der Großvater, dem er schon als Bub über die Schulter guckte. Alle Details der Tracht haben Bedeutung und das seit Generationen. Damit scherzt man nicht. Das gilt im Prinzip auch für den berühmten Appenzeller Hund und sein Halsband. Den Hund sieht man erstaunlich selten, das Halsband dagegen öfter. Der Preis beginnt bei 35 Franken. Edle Stücke in Handarbeit kosten schon 500 und mehr. Ja. Tradition hin oder her, was das Herz begehrt, bekommt es auch hier. Rosa für Amerika, schwarz für Deutschland. Beide mit Swarovski-Steinen. Der Sattler ist zufrieden, sein Absatz spricht Bände. Bloß der Hund hört gar nicht zu.